Hallo, im heutigen Video geht es um die Karte Immergrünes Tal bzw. Evergreen Valley. Die Karte ist vom Autor Zero Oito, hat eine Größe von 733,56 Megabyte und er schreibt: Willkommen in Evergreen Valley. Evergreen Valley ist ein fiktiver Ort, der in der einzigartigen geografischen Region liegt, die eine faszinierende Mischung wirtschaftlicher Aktivitäten bietet. Im Norden gibt es Minen, die eine Vielzahl wertvoller Bodenschätze fördern und einen erheblichen Beitrag zur Wirtschaft der Region leisten. Im Süden wird die Topografie flacher und es gibt Platz für weite Flächen fruchtbaren Landes. In dieser Region ist die Landwirtschaft die vorherrschende Aktivität. Evergreen Valley zeichnet sich somit als ein Ort aus, an dem sich die Natur harmonisch mit menschlichen Aktivitäten verbindet und eine einzigartige Atmosphäre schafft, die die Härte des Bergbaus mit der Schönheit und Fruchtbarkeit landwirtschaftlicher Flächen verbindet. Die Karte enthält 39 neue Produkte, Zug, verschiedene Verkaufsstellen, Verkaufsstelle, um alles zu verkaufen, 41 kaufbare Grundstücke, 31 Felder, Sammlerstücke und mehr. Die Erzeugung von Energie, die für den Betrieb verschiedener Produktionen erforderlich ist, in Klammer Verwendung eines Generators oder eines Kohlekraftwerks zur Energieerzeugung, Klammer zu, nutzen Sie die Distributfunktion, um sicherzustellen, dass die Energie Ihre Produktion erreicht. Man braucht hierzu Mods, und zwar 7 Stück. Das wäre zum einen mal Sell Everything, dann American Farmhouse, dann Telehändler, Pallet Fork, dann Lizard F350, dann das Old Time Jetpack, dann Lizard Circular Pivot Irrigation, Irrigation und zu guter Letzt den Mod Storage Sheds. Schauen wir uns mal die Karte oder die Minimap an. Hier sehen wir es, quasi hier im Norden sind diese Bergbaugebiete und dann hier auch Einzelfelder und unten haben wir auch nochmal Felder. Schauen wir uns das Ganze mal an, preislich. Also uns gehört Grundstück 1. Dann gibt es hier diese Felder, diese runden Felder. Und dann haben wir hier Grundstück, oder kleinere Grundstücke. 12, gut. Preislich okay, könnte aber auch günstiger sein. Wir meinen es mit 81.000. Das scheint aus wie so ein Waldgebiet. Dann diese Minen werden wir wahrscheinlich auch kaufen müssen erst. Mit jeweils, ja, schon auch happige Preise. Aber gut, ich habe jetzt. Man kann ja, gut, wenn man jetzt Land 1 verkauft, ein paar Maschinen, könnte man sich dann den Bergbau kaufen und dann dementsprechende Maschinen dazu und dann verkaufen dementsprechend. Das Ganze ist quasi auf so einem Tablet in der Karte abgebildet. Also finde ich auch nett oder interessante Idee. Dann gehen wir mal wieder raus. Schauen wir uns mal an. Abladestation, was wir hier haben. Da ist Eisenbahn. Wahrscheinlich, wenn man da über die Karte rausfährt mit der Eisenbahn, dann verkauft die Güter automatisch. Dann haben wir hier FS-Einzahlung, einen Supermarkt, Viehhandel, Lizard Logistik, Hotel Central, einen Agrarmarkt, Hypercube Pizza oder Hypercube Pizza Restaurant, Vintage Visuals, Viehhandel, das herum hat man schon. Dann hier ein Silo. Getreide-Elevator, also wahrscheinlich zum Getreideverkauf. Hier nochmal zwei Getreide-Silo. Dann Lizard Agro-Industrie. Hier irgendwas. Dann haben wir hier ein Alles verkaufen, Trigger und hier nochmal Eisenbahn. Ich glaube, das ist eher sowas wie Zug mieten. Da hinten, oder gibt es nochmal extra? Nein. Dann Ladestationen haben wir hier. Gülle und Nest. Milchverkauf. Tiernahrung. Müllers Sägewerk, Saatgutdünger und Kalk, Flüssigdünger und Herbizid, Tankstelle, Paletten und Ballen- und Palettenlager, dann hier auch nochmal Ballen- und Palettenlager, hier auch nochmal, dann einen kleinen Treibstofftank, nochmal Ballen- und Palettenlager und nochmal ein Ballen- und Palettenlager. Dann haben wir Produktionen. Hier oben ist, okay, Mainz heißt es, dann eine Kalksteinfabrik, dann eine Marmormine, Wasserpumpen, kleines Kohlekraftwerk und Kohlemine. Okay, das schaut interessant aus. Kann man diese Flächen komplett kaufen? Ja. Kann man also gleich, kann man jetzt, wenn man Bergbau starten will, muss man diese 1,2 Millionen oder 1,3 Millionen aufbringen. Dann kann man da gleich Kohle verkaufen und vielleicht auch Kohle, gute Kohle machen, um sich das alles leisten zu können. Dann mit das Sägewerk, eine Ölgewinnung haben wir hier. Dann Recyclingzentrum, Bäckerei, Süßwaren, Molkerei, Getreidemühle,
Biogasanlage, eine Megawatt-Stofffabrik, Nahrungsmittelfabrik, großes Kohlekraftwerk, haben wir unten auch noch eins, Marmorsägewerk, Betonfabrik und eine Metallfabrik. Also was ich jetzt in Produktion und Ladestellen gesehen habe, scheint schon interessant aus die Karte. Also man kann viele Dinge damit noch machen. Tiere haben wir nicht. Dann Helfer sowieso nicht. Missionen, spezielle haben auch keine. Ein verschiedenes, gut, das ist ein bisschen mehr als sonst. Gut, aber das Zugmieten, dann ist das andere eventuell eine Verkaufsstelle, wenn man da rausfährt, also was geheißen hat, Eisenbahn. Viehhandel, Zugmieten, hier nochmal Zugmieten, da nochmal Zugmieten, hier, da und da auch. Dann haben wir hier einen Fahrzeughändler, hier haben wir ein Hotelzimmer, okay, und amerikanisches Bauernhaus. Gut, dann schauen wir uns mal den Wachstumskalender an. Also Saatzeitpunkt beginnt im März bis rein im Mai, außer bei Weizen, Gerste, Raps, ist eher August, September, Oktober und wird dann darauf im Juli, Juni und August geerntet. Dann die restlichen Erntezeitpunkte sind August, September, Oktober und November. Und dann haben wir hier unten nochmal Pappel, fast, oder bei Pappelgras Ölrettich, hat man einen 12 Monate Erntezeitraum, aber die Ansehzeit, die Saatzeitpunkte, also die sind begrenzt teilweise dann auf März bis November. Gut. Dann schauen wir mal da, was man hier an zusätzlichen Produkten haben. Er hat ja geschrieben, er hat mehr Produkte. Zusätzlich 20 Produkte, was er da geschrieben hat. Wir hatten hier das Sojaöl, die UHT-Milch, Mais in Dosen, Oliven aus der Dose, Joghurt, Tomatensauce, Ketchup, Palette, Karotte, Wassermelone, Kohl. Gut, Karotten, glaube ich, gibt es ein Ding auch. In der Expansion, in der letzten Expansion von Farming Simulator, Kohl, Sojamilch, Wartungswerkzeuge, Bohrausrüstung, Bergbauausrüstung, Petroleum, Metallrohre, Bewährung, Metallbalken, Metallkabel, Fahrzeugteile, Gas, Holzbalken, lange Bretter, Zement, Betonblöcke, Müll, recycelbares Material, Schokoladenkuchen, Marmorblock, gesägter Marmor, Betonträger, Betonplatten, konzentriertes Herbizid, konzentrierter Flüssigdünger, dann haben wir Eisenerz, Schmutz, Sand und Mineralkohle. Fahrzeuge haben wir hier auch einige. Das werden vielleicht so Baugeräte sein. Aber diese ganzen Gerätschaften, daher kann man zum Beispiel auch ja, vielleicht verkaufen, um quasi an Geld zu kommen, um sich eben. Wenn man jetzt nicht Landwirtschaft machen will, sondern gleich mit Mine anfangen will, dann hier einsetzen kann. Dann genau, Kühe oder Tiere haben wir keine, Produktionsketten haben wir auch keine. Genau. Dann schauen wir mal ins Shop-Menü. Da haben wir unter gekaufte Gerätschaften, unter Kompaktreaktoren haben wir diesen Volvo Krabat T425. Dann haben wir bei mittelgroßen Traktoren einen Massey Ferguson MF7S210 und John Deere 7810. Dann haben wir unter LKW einen Mack Anthem 6x4 MP7 425, Mähdrescher haben wir von New Holland, einen CH7.70, Radler, da haben wir von BMW Volvo den LM845, Autos haben wir von Lizard den F350 Doppelkabine Automatik, Anhänger haben wir von Wilson Trailer den Pace Setter, Schneidwerke haben wir von New Holland des Varifeed 28FT, Scheibenecken haben wir von Agromas die PTC50H und die Salek TB100. Sähtechnik haben wir von Lemken, die Solitär 12. Walzen haben wir von Dalbo, die Powerroll 1230 HD. Spritzen haben wir von Lizard, die Pivot. Okay. Kreisberegnungsmod. Ah, das wird wahrscheinlich für diese runden Felder sein. Für diese Kreisberegnung quasi. Düngerstreuer haben wir von Bredal, die K105. Radladerwerkzeug haben wir von Maxi, die Hochkippschaufel. Tieflader haben wir von Demco, den Steel Drop Deck. Transportanhänge, Schneidwerke haben wir von Nadi, den N60-30. Und diverses wäre von Lizard, dieser normale Aufbau aus dem Lizard F350 Mod. Dann sind wir damit durch. Dann schauen wir mal, was wir an Texturen haben. Gut, hier haben wir einige Texturen. Vermutlich nicht alle Standard. Diese Pflaster zum Beispiel, diese Pflaster, glaube ich, sind nicht im Spiel oder sind im Spiel wahrscheinlich nicht mehr dabei. Asphalt, glaube ich, so in dem Sinn auch nicht. Hat man eine Möglichkeit, irgendwelche Felder zu zeichnen? Nein. Dann haben wir
Bäume, zum einen Standardbäume und dann aus dem Kartenmod diese Palmen noch. Diese 1, 2, 3, okay. Sind jetzt vier Stück. Das andere sehe ich nicht, wo die Palme 1 wäre. Dann haben wir Standard Pflanzen und dann nochmal eine Wiese, wo man zeichnen kann und auch nochmal eine Wiese, wo man zeichnen kann. Dann Dekoration, bei Zäune haben wir die Standardzäune und dann nochmal aus dem Kartenmod selbst so Strommasten. Dann nochmal so Zaunelemente und Tore, verschiedene. Dann nochmal Strommasten und ein Zaunelement. Lampen haben wir die Standardlampen, sonstiges haben wir die Standardgebäude. Bei Tiere haben wir die Standardstelle bei Kühen, bei Pferden auch, bei Schweinen auch, bei Schafen auch, bei Hühner auch, bei Bienen haben wir auch das Standard-Equipment und dann hier unter sonstiges die Hundehütte. Bei Produktion haben wir die Standardproduktion und dann aus dem Kartenmod nochmal Produktion und zwar eine Bäckerei mit, wo die zusätzlichen Produkte mit dabei sind. Dementsprechend sollte man hier die Gebäude quasi aus dem Kartenmod verwenden, um eben auch alles zu produzieren oder beziehungsweise alles verarbeiten zu können und alles zu produzieren, damit halt das mit der Karte richtig funktioniert. Dann jeweils hier auch nochmal Schreinerei, Müslifabrik, Getreidemühle und so weiter. Ist da noch irgendwas Besonderes dabei? Nein, das sind eigentlich die Standarddinge. Dann haben wir hier bei Verkaufsstationen, haben wir hier die Standardverkaufsstationen und dann aus dem Alles verkaufen Mod. Diesen Verkauf für alles Container und diese alles verkauft Plattform. Gewächshäuser haben wir zum einen die Standardgewächshäuser und dann Gewächshäuser aus dem vom Kartenmod her. Das ist der Unterschied, dass man hier Paletten braucht und eben Bauprodukte mehr anbauen kann und eben auch Dünger und so eine Sachen braucht. Dann haben wir die Standardplantagen und wir haben die Standardgeneratoren und dann diesen Dieselgenerator aus dem Kartenmod. Wird wahrscheinlich dazu sein, dass man Energie produziert für vielleicht irgendwelche Produktionen oder beziehungsweise die dann verkauft werden kann. Bei Gebäude haben wir zum einen die Standardhallen und dann aus dem Kartenmod diesen Unterstand-Gedrückwand und dann aus alte Schuppenpackmod nochmal diese Metallschuppen, diese verschiedenen. Offene Halle aus Holz, was ist das? Halle mit Werkstatt. Große Halle aus Holz, genau. Dann haben wir bei Silos Standard-Silos und dann aus dem Kartenmod dieses Ballen- und Palettenlager und aus dem Lagerschuppenmod diese verschiedenen Ballen- und Palettenlager. Und aus dem Lagerschuppenmod nochmal. Oder war das, bin jetzt ein bisschen durcheinander gekommen, weil ich mir gerade gesehen habe, dieser LKW, wo der fährt und so weiter. Also, es sieht schon sehr amerikanisch gestaltet aus. Also, gefällt mir auch sehr bei der Karte, aber das sehen wir uns dann gleich an. Dann haben wir bei Zielerweiterung die Standard-Zielbus und dann aus dem, immer aus dem Kartenmod selber diesen Milchlagertank und Dieselfass für Generator. Dann haben wir hier bei Container haben wir die Standard-Container. Und dann hier diesen Herbizid-Verdüngungstank aus dem Kartenmod und diesen Wassertank aus dem Kartenmod. Bei Tools haben wir die Standard-Tools und bei Farmhäuser haben wir zum einen zwei Standard-Farmhäuser und dann aus dem amerikanischen Bauernhaus-Mod dieses Farmhaus und aus dem immergrünen Tal-Mod haben wir diese ganzen Farmhäuser oder auch Zelte, die man auch als Farmhaus benutzen kann. Also quasi irgendwo neben dem Feld hinstellen, damit mehr auf Realismus spielt. Und nicht quasi hin und her switchen. Schalke gerade da. Schaut aus wie ein Stau. Okay. Ja, muss man vielleicht die Karte da zurücksetzen. Das funktioniert. Dass das wieder weiterläuft. Oder nein, es läuft schon weiter. Keine Ahnung, was da war. Und da vorne noch was? Ja. Aber es läuft. Das vielbefahrene Straße anscheinend. Gut, genau, hier starten wir quasi. Schauen wir uns mal den Blick an. Ja, ich würde sagen, das ist hinten da eine Stadt, so eine Kulisse. Ja, ist landschaftlich schon sehr, oder ist sehr schön gestaltet, also von ganz den her. Also es fühlt sich groß an, wenn man vor allen Dingen da hinten diese Gebäude sieht. Ist aber vermutlich gar keine Gebäude sind, sondern einfach nur so Kulissen. Aber die geben dem Ganzen nochmal
eine gewisse Größe. Gut, bringen wir mal schnell irgendwo hin. Gut, dann unser erstes Fahrzeug. Das ist ein Radlader und ein Tacho drauf. Dann haben wir hier nochmal eine Werkstatt. Und könnte das unser Hof sein? Ein Silo, ja, unter Umständen. Dann haben wir hier noch einen Mähdrescher. Und hier haben wir so eine Bewässerungsstation, die quasi dann kreisrund umfährt und die Felder bewässert. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit Animation ist oder nicht. Ah ja. Muss man dementsprechend dann wahrscheinlich ein- und ausschalten. B. Müssen wir es eigentlich starten können. Ah, jetzt. Funktioniert's. Aber das Gerät müssen wir halt auffüllen und dahinten haben wir die Mähdrescher stehen. Dementsprechend können wir da nicht damit arbeiten. Machen wir das mal wieder aus. Und vermutlich mit Enter-Taste. Schalten wir Motor aus. Ist es so? Ja. Dementsprechend müssen wir die Dünger oder Pflanzenschutzmittel einfüllen, um diese Felder hier bewässern zu können. Das sieht auch hier von der Feldansicht her aus. Es wirkt einfach durch die Hintergrundkulisse auch groß. Und das wirkt jetzt nicht künstlich, sondern funktioniert natürlich alles. Also wirklich, man hat dann beim Anfang, wenn man sich schon die Produktion angeschaut hat und die Karte, wie sie gestaltet ist, haben wir schon gedacht, das ist schon, das schaut schon aus wie eine super Karte. Und ist der Eindruck, der verfestigt sich natürlich. Jetzt schauen wir mal nochmal weiter, was wir noch alles haben. Hier könnte vielleicht unser Hof sein. Können wir da raus? Können wir da rein? Sind wir gefangen? Nein. Da haben wir unseren Hof. Da war nochmal so ein Büro anscheinend. Und hier nochmal ein Fahrzeugunterstand. Naja. Dann haben wir hier Silos verschiedene, nochmal Fahrzeugunterstand. Und was haben wir hier? Ja, war der Fahrzeugunterstand auch ein Dieseltank. Und nebenan gleich ein Fluss zum Befüllen fürs Wasser. Dann schauen wir nochmal weiter. Das wäre es hier eigentlich soweit gewesen. Jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal in Flugmodus und schauen uns das Ganze von oben an. So. Jetzt machen wir mal eine Minikarte rein. Gut, da oben sind dieser Bergbau, aber hier sieht man diese Felder mit. Haben die da jetzt? Nein, nur quasi bei unserem gekauften Feld ist diese quasi Bewässerungs- und Düngeanlage schon quasi verbaut. Und die kann man dementsprechend abbauen und bei den anderen Feldern auch mit aufbauen. Muss ich die jetzt nicht extra nochmal kaufen? Dann haben wir halt hier diese Stadt, wo wir begonnen haben. Was ich glaube, hier war es, der Startpunkt. Mit dementsprechenden Produktionen. Hier ist diese Lizard-Spedition, die wir gesehen haben. Frage ist, gibt es hier irgendwelche Funktionen bei den Hallen? Vielleicht, wenn man es kauft, könnte man mal schnell schauen. Was haben wir überhaupt schon Stärke? 100.000, gut. Das ist nicht besonders viel. Jetzt schauen wir mal, wo war diese Spedition dementsprechend? Das war hier. Aber das kann man gar nicht kaufen. Das ist nur so eine Art Deko-Objekt anscheinend. So, dann haben wir einen Fluss mit Brücken. Hier haben wir auch nochmal Felder und
glaube, da unten müsste die Karte schon aufhören. Machen wir aber mal da ein bisschen die Geschwindigkeit schneller. Das dauert zu lange. Gut, hier ist dann auch schon Kartenende. So sieht die Karte für sich aus. Dann haben wir dann auch die Zugstrecke. Dann haben wir hier dieses Kohlekraftwerk. Das große ist es, genau. Das ist quasi unten auf der Karte. Dann haben wir hier noch verschiedene Produktionsbetriebe, das ist eigentlich auch schön gestaltet ist, also hat schon eine gute Größe das Ganze. Und dann, wenn wir da hochgehen, müssen wir theoretisch. Gut, das Feld haben wir dann noch. Müssen wir theoretisch in den Bergbau kommen. Dann nochmal einen Tunnel. Wollte es hier Start fahren? Nein, aber es ist eine zweite Farm, die man anscheinend benutzen kann. Und dann haben wir hier. Ja, muss jetzt nicht extra fördern, sondern einfach nur aufladen von diesen Haufen aus. Mit dementsprechend einiges zum Abfahren. Ich weiß nicht, ob sie das regenerieren kann, diese Kohlehaufen hier. Das weiß ich leider nicht. Und ob sie das regeneriert oder dann quasi abgebaut ist. Dann haben wir hier ein, das glaube ich, war das kleine Kohlekraftwerk. Machen wir hier auch noch mal was. Und hier haben wir diesen Betrieb mit den Marmorblöcken. Will man, denke ich mal, kann man die da runternehmen? Gut, da wird man da vielleicht die aufladen können. Also, das schaut jetzt nicht so aus, als ob man diese Marmorblöcke hier quasi verwenden kann, die wo hier aufgereiht sind. Sonst hätte man hier dieses Handsymbol. Sondern man kann die Marmorblöcke wahrscheinlich da spawnen lassen und dann dementsprechend aufladen oder beziehungsweise gleich auf dem LKW spawnen lassen und dann zur Abladestelle bringen oder beziehungsweise zu der Marmorblock-Sägerei. Gut, da ist ja gerade ein Ende wieder. Dann nochmal so eine Art Steinbruch. Da ist aber die Frage, inwieweit kann man hier abbauen? Ja, da ist was. Und hier unten, wie schaut es da aus? Da haben wir aber noch mal was. Hier haben wir noch mal was. Also schon einiges da. Was haben wir dann hier oben? Die Ausfahrt. Okay. Nicht gemacht. Kann man nichts sagen. Dann haben wir hier so eine Baumplantage und nochmal ein Feld. Und dazwischen drin haben wir natürlich auch Bäume, die man fällen kann. Oder auch quasi verarbeiten dann. Also jetzt auch für Holz und Forst was. Oder halt für Forst selbst. Sind auch ja, Nadelhölzer, die man eben auch maschinell verarbeiten kann. Genau, hier hat man noch diese Ölproduktion. Und man sieht diese Pumpen. Und hier kann man wahrscheinlich das Öl abholen und dann dementsprechend wohin bringen. Überall alles in Pforten auch nochmal gemacht. Also wirkt sehr nett gemacht. Und auch da, wie schaut es aus mit den Gebäuden? Sieht auch so aus wie selbst gefertigt. Also bei dieser Karte, da steckt schon viel Mühe drin. Vor allen Dingen auch die Innovation. Also ich finde. Also vom Bergbau, es gibt zwar einige Karten, die den Bergbau unterstützen, aber ich finde das schon gut gemacht. Also eine von den besseren Karten, vor allen Dingen, wenn man sich das Landschaft hier anschaut, schaut schon sehr realistisch alles aus. Ist wirklich, ja. Eine wirklich schöne Karte ist es. Gut, Singleplayer klar, warum nicht? Multiplayer geht auch. Na, kommt halt darauf an, wenn jetzt, also mit Landwirtschaft, wenn ich mal nach 4,
vier Leute, vier Multiplayer-Leute Landwirtschaft und der Rest eben Bergbau, oder dann geht natürlich mehr an Multiplayer. Man kann natürlich auch mehr, wenn man sich die Felder nochmal teilt, aber die Anzahl, wenn man doch einige Sorten von Bodenfrüchten anbauen will, ist halt das Problem einfach, dass man dann hier wahrscheinlich nicht genug Felder hat. Beziehungsweise müsste man die Felder dann quasi aufteilen, dass man sagt, man macht halb-halb und die dann vergrößern. Also dementsprechend, wenn man sich ein bisschen aufteilt, kann man Multiplayer eigentlich alles machen. Oder kann man eine volle Slotzahl auch spielen und playern. Und Einzelplayer natürlich auch interessant. Dann die Felder sind auch helferfreundlich, bis auf das Runde. Aber die Viereckigen sind helferfreundlich. Oder quadratischen. Da unten jetzt eher ein bisschen schwierig. Und nochmal ein paar Felder mit Freiräumen hier. Kann man auch allein, wenn man jetzt mit Autodrive oder was spielt, kann man sich ja so Transportrouten von Steinbruch oder und so weiter einrichten. Oder direkt sogar, wenn jetzt, ja gut, die Kohle wird man ja aufladen müssen. Da war jetzt kein extra Trigger zum Aufladen da. Oder doch? Nein. Doch, ist sogar hier. Da. Weiß jetzt gar nicht, ob man die Haufen quasi abbaggern kann. Müsste man mal ausprobieren. Aber hier kann man auf alle Fälle Kohle einführen. Also man kann jetzt mit Autodrive eine Linie machen, wo man, wie so ein Transport gegangen oder so, wo man dann quasi automatisch diese Kohlekraftwerke quasi beschickt. Und dann dementsprechend hier vielleicht sogar mit dem Kohle das Ganze aufbauen kann. Und man alles, wenn man jetzt alles verkauft und Kredit aufnimmt und dann dementsprechend sich die Fahrzeuge mietet für dieses Kohle und hat Autodrive, kann man sogar aus dem Nichts heraus, denke ich mal, ziemlich schnell zu Geld kommen. Und dann dementsprechend die anderen Sachen dann auch noch machen. Es scheint also mich juckt, direkt diese Karte zu spielen. Wobei in letzter Zeit ja eher dazu komme, das Video machen einfach auch nicht mehr so dazu komme zum Spielen. Aber ich glaube, ich werde es mal anspielen. Es schaut schon interessant aus. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Ihr könnt den Kanal abonnieren. Ihr seht, es sind auch gute Karten dabei. Dementsprechend, manche Karten sind halt besser, manche schlechter. Diese gehört eher zu den besseren. Und ja, wird man dementsprechend auch interessant für euch sein, also meinen Zuschauern selber. Genau. Dann wollte ich mich abschließend noch bedanken. Ich bin jetzt zu so knapp an den 200 Abonnenten. Oder war mal kurz drüber. Jetzt bin ich wieder bei 199. Also, das ist ein bisschen ein Special. Freut mich natürlich, wenn so viele Leute abonnieren, weil das zeigt, dass Interesse besteht. Und das bestärkt mich natürlich, in dem Ganzen weiterzumachen. Genau. Gut, wir hören uns dann beim nächsten Video. Bis dann.